Wenn ich wüsste, was dabei rausgekommen wäre, hätte ich es vielleicht anders getroffen. Ich weiß es. Na, aber eigentlich bin ich erstaunt, sozusagen, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, also wie gut mit der Selbstständigkeit sozusagen sich das Leben für mich auch entwickelt hat. Ja? Also Selbstständigkeit ist ja immer so ein heißes Pflaster. Das ist es auch. Ja? Also es ist kein geruhsames Pflaster, aber es ist ein für mich, also ich finde es recht spannend einfach. Und also ich bin zufrieden so. Ich glaube, ich würde es auch nicht. Ich würde wieder die Psychotherapieausbildung machen, das weiß ich. Und ich habe so das Gefühl, in meinen beiden Berufen oder in meinem Leben habe ich sozusagen die Regie übernommen, die ich vorher nicht, also wenn man so drinnen steckt, in Ausbildung und Arbeit, also da habe ich auch nicht Regieführerin, das bin ich jetzt mehr. Für mich ist ein bisschen gerade so, das habe ich sehr viel aufgebaut oder umgebaut, also umbauen gehört auch dazu. Und jetzt möchte ich ein bisschen genießen auch davon, ja, oder ein bisschen ernten. Ja. Und vielleicht war das auch der Grund, mich da zu melden, so ein bisschen auch zu erzählen, was ich gemacht habe oder was mir gelungen ist oder was mir gelingt. Und ich habe einfach auch so das Bedürfnis, das doch noch einige Jahre in diesem Ausmaß so weiterzuführen und mich nicht entscheiden zu müssen, etwas zu ändern. Das wäre es eigentlich. Ich möchte mich nicht entscheiden, was zu ändern.